Ja, es hat riesen Spaß gemacht mit allen. Also nicht nur mit den Jubelsiegern, sondern alle, die hier waren. Und auch ja, mit denen man über ein paar Jahre zusammengearbeitet hat, sie wieder zu treffen, mit ihnen so einen Tag zu verbringen. Und ja, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Drei Tore hat Toni geschossen und man hat auch in Eignungswegen gemerkt, von seiner Grundschnelligkeit hat er kaum was eingebüßt. Ja, er ist schon noch, läuferisch ist er schon noch stark, aber er hat auch schöne Tore geschossen, hat auch auf seine Art und Weise erzielt und man sieht, dass er kicken kann. Alle lieben Toni und wir haben so viel Spaß mit ihm gehabt, Sie natürlich auch, aber hat er Sie manchmal auch gerade in den Anfang so ein bisschen als Trainer zur Verzweiflung gebracht? Naja, es war ja am Anfang gar nicht so eine glorreiche Nummer. Ne? Wir haben uns sehr schwer getan, haben dann aber mit viel Hilfe von allen Beteiligten hier, auch sehr viel Klaus Allofs, der da ganz, ganz viel Arbeit auch geleistet hat. Und mit allen anderen auch so ein Julio César, der ihm unheimlich geholfen hat und ihn auf die Spur gebracht hat. Ist dann sowas Gutes, sowas Tolles entstanden. Und ja, es waren immer besondere Momente, es waren immer außergewöhnliche Momente. Es waren auch ein paar Momente dabei, wo man sich richtig geärgert hat. Aber dafür hat man sich dann auch manchmal umso mehr gefreut. Merkt man an solchen Spielen, letztes Jahr auch Abschiedsspiel Thorsten Frings, dass Bremen wirklich was Besonderes ist. Volle Hütte nochmal wieder hier. Und das ist schon Gänsehaut pur, würde ich sagen, auch wenn zum Beispiel so ein Mann wie Tim Wiese hier empfangen wird. Naja, es zeigt natürlich auch die hohe Identifikation, die all die Personen hier gebracht haben mit diesem Verein und mit dieser Stadt in der Zeit, in der sie hier waren. Total sich eingebracht haben und das vergessen die Leute auch nicht. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, auch jetzt in meiner Arbeit, in meiner neuen Arbeit in Frankfurt. Es ist wichtig, dass ich mich dort voll einbringe. Und eben auch jedem vermittle, ich bin da und ich stehe dafür ein. Und das haben diese Spieler hier auch getan. Und ich glaube, das haben die Fans und die Zuschauer auch gemerkt. Wir haben so viele Erlebnisse miteinander gehabt, das ist schwer, es ist ja vom Besten und vom Schlechtesten irgendwo zu sprechen. Es war schon eine besondere Nummer, sage ich mal, wenn so die Sommerpause vorbei war. Dann das Rätselraten, kommt er, kommt er nicht, hat er wieder eine Idee und... Was machst du dann mit ihm? Das war schon mal das eine oder andere Mal spannend.